dass da oben noch jemand ist, ne? Aber ich habe die weggeknallt. Es war lustig. So, erst mit MG. Bin ich da durchgerusht. Und dann ja, habe ich gemerkt, okay, tust du nicht. Mit der Pumpe in die Hand genommen. Bin ich da runtergesprungen, damit haben die nicht gerechnet. Und ein Kill, den nächsten gekillt und dann bin ich gerannt. Da bin ich einfach nur gerannt. Keine Ahnung, ob da noch ein dritter war, aber das war total lustig. Gleich, wie ich ab morgen bzw. ab heute Abend Nachtschicht machen soll. Ich habe gerade so einen müden Punkt. Wie gesagt, ich mache jetzt die Fahrt noch. Kev, dann können wir mal gucken, ob wir noch eine Runde spielen. Oder zwei, schauen wir mal. Oder vielleicht auch drei, je nachdem. Und schauen wir mal, was es geben wird. So viel landlich hier, ey. Da war ich ja so überrascht, wie ich in Berlin damals gewesen bin. Ist mir auch mit dem Auto kutschiert worden. Und ich meine, Großstadt Berlin, dies und das. City-Autobahn, wie das da heißt, ne? Also Stadtautobahn. Und auf einmal war da voll viel Grünfläche. So von jetzt auf gleich, aus dem Nichts, voll viel Grün. Das sieht auch lustig aus hier mit dem Aquädukt, da was das hier sein soll. Aber ist ja bei uns hier auch so. Wir haben in der Nähe vom Flughafen gibt es noch eine Panzerstraße mit den ganzen Platten am Boden. Auch voll viel Grün, voll viel Grün. Das ist Wahnsinn. Mir sagte mal einer, ich soll des Öfteren unterwegs mal nachtanken. Wo ist darin irgendwie keinen Sinn? Ob ich jetzt nachtanke immer zwischendurch? Oder mit der Tankfüllung halt durchfahre?
Und wenn ich Fracht abgegeben habe, mich dann drum kümmere, zu reparieren. Beziehungsweise dann zu tanken. Okay, da kommen wir Schienen. Nee, das ist wie Kalle gerade schon schreibt. Ja, so teilweise Tankstellen im Ausland ist es günstiger. Also wie im Real Life auch. Du gehst tanken, weil es ja günstiger ist. Sag ich mal, hier, wenn wir in Sachsen waren, haben wir einen kleinen Stopp gemacht. Das ist über die polnische Grenze. Und direkt da an der Tankstelle hast du weitaus weniger bezahlt als an der Tankstelle innerorts. Für mich selber, ja, keine Ahnung, es ist, für mich selber bringt es keinen Sinn. Ja, weil Geld habe ich mehr wie genug. Mehr XP wären halt gut. Aber dafür selbst einparken, nee, da ist mir der Nerv dazu schade für. Weil es ja gut heißen muss, dass du hier mittlerweile auch einfach klicken brauchst für automatisch alleine einparken. Das ging ja super lange. Im Multiplayer ging das nicht. Da habe ich immer verflucht gehabt. Habe ich immer schwer mitgetan mit demselbe Einparken. Weil ich immer noch finde, hast du eine Tankstelle in. Hast du eine Garage im Ort, wo du die Fracht abgibst, dann kommst du eh immer billiger weg. Ja, war zu Zeiten, da sind wir noch in der Kolonne gefahren und haben auch unterwegs mal ein bisschen rumgealbert. Und irgendwann haben wir das Albern so weit getrieben, wir haben dann aus Versehen nicht mehr auf den Verkehr geachtet und es kam einer entgegen. Und ich bin da volle Kanne reingeprescht. Mein LKW ist im hohen Bogen durch die Luft geflogen mit mehreren Überschlägen. Und ich musste mich ins Minus begeben, richtig über ins Minus. Ich hatte den LKW, den ich noch abbezahlte. Ich hatte einen Mega-Schaden. Ja, ich war total Schaden, hab alles bezahlen müssen. Und ja, hab dadurch den ersten Singleplayer gespielt, um irgendwie dieses Minus wieder auszugleichen, und bin dann erst in den Multiplayer wieder gegangen. Weil wie gesagt, im Multiplayer war es da zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, irgendwie, wenn du angekommen bist, da zu klicken, pack automatisch ein. Und auch wenn ich im Singleplayer viel mit den NPCs zu tun hatte, konnte ich da einfach klicken, wenn ich da war, und fertig aus. Das war ein langes Solofahren. Habe es irgendwann geschafft. Und sind irgendwann auch so weit getrieben, dass ich immer mehr Garagen geholt habe, immer mehr Fahrer und so weiter und so weiter. Jetzt hole ich mittlerweile nur noch Garagen. Mit dem Fahrer, da kümmere ich mich später drum. Und siehst du ja, jetzt habe ich hier einen Betrag, der so nach und nach zustande kam. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, da wurden meine Skills zurückgesetzt, auch meine Level. Aber der Moneybetrag nicht. Und das ist, finde ich, halt ärgerlich. Irgendein Bug, keine Ahnung, durch irgendein Update wurde da so blöd dahingesetzt, und ja, seitdem bin ich irgendwie dabei,
versuche auf Krampf, komm raus, meine XP wieder zu kriegen, die Skills wieder hochzusetzen. So richtig auf Kampf komm raus, keine Ahnung. Genauso wie es mir halt momentan auffällt, ist dieses Ortschaften, wo ich eigentlich schon mal gewesen bin, da bin ich mir ziemlich sicher, die aber dann als erster Aufenthalt in Blablabla gekennzeichnet werden. Wie dieses typische Minecraft-Phänomen, da hast du ja, wenn du Minecraft gestartet bist, klopfst du Holz weg, das erste, was du bekommst, dreimal auf Holz gekloppt. Und irgendwann kriegst du es nochmal dreimal auf Holz gekloppt. Das resettet sich halt eben wieder auch. Und ja, hängst du da. Häuser gesehen, aber die 100.000 ist Tankstelle schon. Schon lange nicht mehr Ingame hatte hier, also auf Multiplayer, ist Regen. Was ich auch sehr komisch finde halt, ne? Tag und Nacht wird es, aber Regen, naja. Fängt so langsam wieder dieser Tunnelblick bei mir an. Ich habe mal zwei Fahrten gemacht. Okay, wobei die eine Fahrt über 1600 Kilometer, die zweite Fahrt über 2000 noch was Kilometer. Aber man merkt dann doch so langsam diesen tollen Tunnelblick, den man langsam kriegt. Ich Leute beneide, die das hier den ganzen Tag spielen können. Ich könnte es nicht.
Ich muss hier links rüber. Bloß nicht diese Ausfahrt verpassen. Ach, da geht's eh nicht weiter, alles klar. Weil es gibt hier auch Rennstrecken. Da fährst du durch diese Xe durch. Dann hast du sogenannte Rennstrecken, irgendwie so Jumperkurs und sowas. Total bescheuert. Hat der gerade einer geredet? Voll die Einbildung gerade. Ist eine Errungenschaft gekriegt. 10 von 23. Errungenschaftsprotokoll, bla bla bla. Arbeitsamt habe ich gefunden. Nice. Oh. Was? Du nicht nehmen Kerze? Astlok, grüß dich, moin moin. Servus, servus. Oh Leute, hier sind nur 50 erlaubt. So, Kev, 200 Kilometer noch. Wie gesagt, ich gebe die Fracht ab, dann reparieren, dann volltanken. Dann können wir Richtung PlayerUnknown's Battleground nochmal starten. Zumindest der hatte Versuch eines versuchten Battlegroundes. Loch. Ich sag mal so, es soll ein neuer PC werden. Der Betrag, den ich allerdings da stehen habe, das ist ein Betrag, den ich da hingesetzt habe, weil damals die Leute verlangten, ich soll mein Spendenziel machen. Meine Grundeinstellung ist, alles das, was ich gespendet bekomme, das setze ich direkt wieder für den Stream ein. Sprich, ich habe auch das, was jetzt schon alles drauf gespendet wurde, schon wieder eingesetzt teilweise auf der einen Seite für neue Beleuchtung. Statt Softboxen habe ich jetzt so genannte LED-Strahler, die einiges an Energie sparen und so weiter und so weiter. Ich habe mittlerweile ein neues Mischpult, ich habe es für ein Tablet. Ich habe es für mehr Arbeitsspeicher, ich habe es für neue Grafikkarte schon eingesetzt und so weiter und so weiter. Und wie